I keep telling him, the more time we waste, the farther we'll fall behind the other summoners. Yuna's guardian, no? Moroda's heard a curious rumor. I thought you should know. I heard it from those crusaders. Seems that summoners have been going out on pilgrimage and just disappearing. It could just be the fiends got them, but not so many so quickly. Sorry I don't know more, but watch your back. Ain't much future for a guardian without a summoner, eh? What? What y'all talking about? We're talking about doing your job as a guardian. Hey, I'm doing good. Right, big brother? Please be careful. Will do. Passe! What? We're leaving! Be right there! See ya! The Cloister of Trials lies within. Are you prepared? Attention! We are ready. All right. Let's do it. Okay, ich hoffe mal, dass ich diese Prüfung hier irgendwie wieder zusammenbekomme. Nehmen wir jetzt einfach mal. Ich denke mal, dass wir die hier vorne in das Tor einsetzen müssen. Ja, das machen wir rein. Ich denke, soweit dürfte es das schon richtig sein. Also später werden die Tempel so kompliziert, dass ich gegebenenfalls eine Lösung zu Hilfe nehmen muss. Weil es auch schade wäre, wenn ich dann dieses Item verpasse. Aber das haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Ach, so war das. Ja, ich weiß wieder. Da muss alles... warte mal, die anderen Sphäroiden kriege ich jetzt nicht mehr, ne? Nee, okay, die sind abgehakt. Da muss alles in diesem wasserfarbenen leuchten. Das heißt, ups, okay. Voila, das, was habe ich gemacht? Da ist es ein Sphäroid. Hier ist irgendein Symbol an der Wand. Da müssen aber zwei Sphäroiden rein. Ich schätze mal, dass ich die jetzt hier ganz kurz rausnehmen muss. Und hier einsetzen. Wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Plan. Ich probiere es jetzt einfach mal. So, den. Genau, jetzt leuchtet das nicht mehr. Ah, nee, nichts tun. Genau, und das setze ich jetzt mal hier mit ein, damit vielleicht dieses Symbol leuchtet und ich das berühren kann oder ja, was auch immer. Oder auch das. Ah, verstehe, verstehe. Sekunde. Ich glaube, ich musste... Ich weiß nicht, ich nehme, glaube ich, den Sphäroiden mal lieber raus. Den kann ich ja nachher immer noch einsetzen. Und schieb dieses Teil jetzt einfach mal dahinter. Direkt darunter. Stimmt das so? Muss ich doch den Sphäroiden wieder einsetzen. Ja, mach mal. Irgendwie nicht, oder? Ich komme jetzt auch gerade gar nicht hier hinter. Ah, okay. Na? Schieb doch mal. Muss der direkt darunter sein, oder was? Oh, komm.
Ja, okay. Keine Ahnung, was jetzt mit diesem Spheroiden passiert ist. Der sieht jedenfalls sehr merkwürdig aus jetzt. So, den haben wir uns wieder geholt. Ja. Überlegen, überlegen, überlegen. Ich denke, ich... Warte mal, was ist denn jetzt mit dem Symbol hier? Moment mal, was ist mit dem Symbol? Ach, keine Ahnung. Gut, dann werde ich die Spheroiden mal wieder vorne einsetzen. Wie war das bloß? Den habe ich jetzt schon mal eingesetzt, okay. Gut. Und jetzt setze ich den hier. Muss der da eingesetzt werden? Weiß ich gar nicht. Wo komme ich denn hier unten überhaupt lang? Heieiei, wie war das bloß? Ich will mal ganz kurz unten lang gucken. Gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit, ein Spheroid einzusetzen? Hier vielleicht? Nee. Hier? Auch nicht. Warte mal, hier vielleicht. Ah ja. Genau, jetzt leuchtet dieser eine Flügel. Und jetzt... Habe ich hier noch einen? Nee, hier habe ich schon alle eingesetzt. Moment, dann nehme ich jetzt den nochmal und aktiviere damit den anderen Flügel. Ah, nicht. Weil das so lange dauert, und dann klicke ich und hoffe, dass es weitergeht. Gut, das haben wir dann schon mal. So, jetzt werde ich den anderen Flügel aktivieren. Ich hoffe, dass es richtig ist. Ich habe keinen Plan. Gut. Jetzt haben wir ja den noch in diesem Teil hier. Komm her. Der sieht natürlich jetzt ganz anders aus. Wenn ich den jetzt hier einsetze, passiert, glaube ich, nicht viel, oder? Ah, okay, warte. Was ist da passiert? Ja. Also die Tür ist immerhin schon mal aufgegangen. Jetzt geht die Tür wieder zu. Okay. Spheroid von Jose eingesetzt. Ich denke, dass jetzt dahinter dieses, dieses eine jetzt weg ist, also dieses dieses Geblitze und was auch immer. Aber wie kriege ich das jetzt hin? Also ich mache das nochmal ganz kurz weg und hier nochmal rein. Jetzt geht hier die Tür wieder auf. Jetzt bräuchte ich eigentlich noch einen Spheroiden, den ich vorne einsetzen kann, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass dieses Blitz-Blitz-Zeug hier dann weg ist. Vielleicht muss ich... Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber... Muss ich den vielleicht gegebenenfalls hier irgendwie reinschieben? Vielleicht auch nicht. Moment, jetzt hole ich mir den mal wieder. Okay. Muss ich da einen anderen Spheroiden einsetzen? Hier sind doch gar keine mehr, oder? Den Spheroiden... Ich habe 3 Spheroiden. Genau. 2 habe ich vorne eingesetzt. Ich werde am besten einfach mal vorne diese 2 Spheroiden nochmal rausnehmen. Oder erstmal einen zum Gucken, ob das richtig so ist. Vielleicht muss ich die modifizieren.
Am besten erstmal den einen einsetzen und dann in dieses Blitzzeugs schieben. Oder was ist, wenn ich beide machen muss, damit es erst klappt? Naja, ich probiere es erstmal. Das ist ja schon so ewig her. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Okay, jetzt probiere ich es mal mit beiden Spheroiden. Ups. Oh, nicht nochmal drauf drehen. Gut, der Spheroid ist noch drin. Jetzt hole ich mir den vorne nochmal. Keine Ahnung, was das jetzt hier mit diesen komischen Flügeln und keine Ahnung was zu tun hat. Ob das überhaupt eine Bedeutung hat. Weil uns fehlt ja eigentlich genau ein Spheroid. Ein Spheroid, damit wir alles zum Leuchten bringen. Nee. Wir können alles zum Leuchten bringen, aber dann ist die Tür zu. So war's. Jetzt gucke ich nochmal. Wenn ich das jetzt hier reinschiebe. Ah, okay. Es passiert immerhin irgendwas. Also irgendwie ist der... Ja, kann ich jetzt hier rüberspringen? Ja. So, was haben wir jetzt hier? Nein, hörst du auf, da war doch ein Dingens. Ein Spheroid ist da drinne. Ich will mir den... Achso, der wurde jetzt automatisch hier reingeschoben. Ach, verstehe, ich verstehe es. Sehr gut, okay. Jetzt hole ich mir den Altar wieder. Genau. Und jetzt kann ich die Spheroiden hier vorne wieder einsetzen. Weil jetzt, ich musste dieses kleine Auge da vorne aktivieren, damit das halt auch leuchtet. So, das machen wir erstmal rein. Dann leuchtet der eine Flügel. Jetzt mache ich das andere rein, dann leuchtet der andere Flügel und dann kann ich nämlich rechts den, der das Tor aufhält, nach links setzen und dann ist dieser Kopf oder was auch immer das darstellen soll, leuchtet dann auch und dann könnte es weitergehen. Sehen wir einfach mal. Ich hoffe nur, dass ich, also das sind jetzt alles nur Spheroiden von Josie gewesen, ich hoffe, dass ich hier dieses Item bekomme. Ich glaube, es gab in jedem Tempel ein Item. Ich will nicht eins verpassen. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Genau, jetzt geht das Tor hier zu. Jetzt setze ich den hier drüben ein. Genau. Jetzt leuchtet nämlich das komplette Teil. Und jetzt? Da erscheint ein Symbol, so wie es aussieht, oder? Nee, da gehe ich noch nicht drauf. Hier ist irgendwas. Symbol berühren. Was habe ich denn jetzt hier Feines gefunden? Ein Spheroidsfraktura. Was auch immer der nochmal gemacht hat, ich weiß es nicht mehr. Ich werde am besten, da gehe ich jetzt nicht drauf, hier mal einsetzen. Passiert da was? Nee, passiert nichts. Dann setze ich den hier ein. Passiert auch nichts. Klasse. Wenn ich den jetzt rechts daneben einsetze. Passiert auch nichts. Klasse. Wie war denn das bloß? Da will ich nicht drauf. Aber ich habe sonst kein Loch mehr, wo ich das einsetzen kann. Ich könnte höchstens den ganz kurz mal hier einsetzen. Dann hier nochmal den rausnehmen. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ja. Verschwinde ruhig. Ah, nein. So. Und den jetzt hier drüben einsetzen. Passiert nichts. Aber wenn ich jetzt hier Fraktura einsetze, da
Da gab es noch Insignia oder sowas, ne? Passiert auch nichts. Okay. Lasst mich überlegen. Soll ich es riskieren und dann schon mal auf diesen Fahrstuhl treten? Irgendwas muss man mit diesem Fraktura machen. Ich nehme den noch mal ganz kurz. Obwohl, nein. Spheroid einsetzen. Vielleicht muss ich... Kein Plan, ich probiere es einfach mal. Den hier rausnehmen, hier rechts wieder einsetzen. Ich wette, das ist totaler Schwachsinn, aber ich will es lieber mal probieren. Kann ich den überhaupt da drüben einsetzen? Ich müsste es probieren. Weil ich will nicht auf den Fahrstuhl. Ich befürchte, dass ich dann schon in die Hallen der Prüfung komme. Also in die... Ja doch, nicht Hallen der Prüfung. Halt zu diesem, wo man dann beschwört und sowas. Das heißt, ich müsste das jetzt eigentlich nochmal da einsetzen. Habt Geduld. Ich probiere es einfach mal. Was ist das denn hier? Scheint nichts Besonderes zu sein. Okay, Tempel, Jose, Spheroid. Den jetzt vorne einsetzen. Weil vielleicht muss ich jetzt nochmal über diesen Blitzdingens und da vorne vielleicht diesen Fraktura einsetzen. Ich weiß es nicht, ich probiere es einfach mal aus. Ansonsten bleibt mir wirklich nur noch die Möglichkeit, mit diesem Fahrstuhl hochzufahren. Oder runterzufahren, je nachdem. Aber wahrscheinlich eher hoch. Und zu hoffen, dass es da nicht weitergeht, sondern dass man da weiter einsetzen kann. Weil uns fehlt ja noch eigentlich ein Spheroiden. Wir haben den Fraktura jetzt zwar bekommen, aber, geh rein. Aber da fehlt ja noch der Insignia oder Insignia oder was auch immer. Hieß der so? Ich weiß es nicht mehr. Wir probieren es einfach mal. So, den schieben wir jetzt einfach. Und dann... Ich probiere es mal. Wenn ich jetzt dort den Insignia einsetze, den Fraktura, da könnte doch eigentlich sich was öffnen. Mal gucken. Nee, den kann ich nicht einsetzen. Verdammt! Umsonst gegangen. Okay. Dann muss ich halt wirklich hoffen, dass es hier oben noch nicht weitergeht. Ansonsten muss ich nochmal neu laden und nochmal neu probieren. Aber ich hoffe es jetzt einfach mal, dass es noch nichts Ernstes ist. Und hier war ja wirklich sonst gar nichts. War nichts. Ah ja, entschuldigt, dass es so dauert, aber wie gesagt, ich habe Final Fantasy X bestimmt jetzt schon seit, Moment, lasst mich überlegen, seit 7 Jahren nicht mehr gespielt. Ja, das kommt hin. 7 Jahre, doch. Und ja, normalerweise, also ich habe das immer so gemacht, wenn ich für mich gespielt habe, ich bin mit Lösung hier durchgerauscht, weil ich was von der Story erleben wollte. Klar hat man noch mit nachgedacht und so weiter, aber naja, meistens ist man halt wirklich nur durchgerauscht. Deswegen habe ich das alles gar nicht mehr so im Kopf. Jetzt versuche ich natürlich, das im Kopf zu machen, also beziehungsweise selbst zu erarbeiten. Und relativ viel ist ja logisch, aber ich weiß halt nicht, ob es jetzt hier weitergeht oder nicht. Es wäre ein bisschen doof, wenn es weitergehen würde. Also storymäßig. Weil ich will ja wirklich dieses Special Item... Genau, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt kann ich oben den nochmal wechseln, von rechts auf links. Dann dürfte das Auge da komplett, also dieser Kopf dann erscheinen. Was hat es mit diesem blöden Symbol auf sich? Da muss was sein. Moment, wie mache ich das? Den hier einsetzen? Und Fraktura daneben einsetzen? Ich weiß, dass es Schwachsinn ist, aber ich will es einfach mal probieren. Ja,
wie ich mir dachte, Schwachsinn. Ah, da muss doch irgendwie mit dem Symbol, das muss doch was auf sich haben. Naja gut, ich werde es jetzt einfach mal riskieren. Oh, ich hoffe, es geht nicht weiter. Ich nehme mal den Fraktura mit. Oh, ich hoffe, es geht nicht weiter. Bitte, bitte, bitte. Oh, Gott sei Dank. Es scheint noch nicht weiter zu gehen. Und das ist eine merkwürdige Tür, die aufzugehen scheint. Wahrscheinlich ist dort unser Dingens. Aha. Okay. So. Ja, genau. Die musste ich jetzt alle reinschieben. Damit irgendwas erscheint. Irgendwas war da. Ich habe immer noch den Fraktura in der Hand und ich habe keinen Plan, für was ich den brauche. So, eins noch. Na, ist blöd, dass man das so schlecht sieht von hier. Genau. Und jetzt bekommen wir einen neuen Altar. Super. Ach, und das ist wahrscheinlich, da geht's dann zum Ende wahrscheinlich. Oder? Ich will noch nicht, dass es zum Ende geht. Ach, habe ich es geschafft? Ist das die Kiste, die ich die ganze Zeit wollte? Ich glaub's schon, oder? Ein Magiesphäroid, echt jetzt? Ich werde mal den Altar da drauf schieben. Na, nicht doch. Geht der nicht zu verschieben? Der geht, glaube ich, nicht zu verschieben. Komm, komm, komm. Nee, der geht irgendwie nicht zu verschieben. Schade. Oder stelle ich mich jetzt so doof an, dass er immer hier wieder vorbeiflutscht? Ich hoffe, dass es das Item war. Ich werde nochmal vielleicht ganz kurz hier ein bisschen rumschauen. Ob ich hier irgendwas noch markieren oder anwählen kann. Dieses Symbol hier unten verwirrt mich. Mann, Mann, Mann. Also ich habe die Kiste bekommen. Kann ich hier nochmal... Ich guck nochmal, ob ich unten was machen kann. Ich glaube, hier kann ich ja wirklich nichts einsetzen. Obwohl, da ist so ein Symbol, oder? Aber das Symbol macht nichts. Das passiert auch nichts. Ich muss ja dann später auch hochfahren. Und hier konnte ich nichts einsetzen. Wir haben auch keinen Spheroiden mehr, den man so nehmen kann. Sonst kann ich ja nicht mehr hochfahren. Ich denke, das war's. War das doch so einfach? So einfach? Ich glaube, der Magiesphäroid war wirklich das Item, was ich gebraucht habe. Ach du Scheiße, ich bin voll über der Zeit. Aber richtig extrem. Ja gut, ich werde jetzt ganz kurz den Part hier mal beenden. Also wir sehen uns gleich wieder. Bis dann, ciao.